So. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Oh, das ist ja winzig. So habe ich es nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. So. Noch nicht verlassen. Hey, Besuch! Verzeihung, wir wollten nicht stören. Wisst ihr was? Erstmal euch zusammenführen. Und dann Asche zu Asche. Oh, wir haben genug Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Nein, er meint dich! Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. So weit. Kommt mit hinein. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Orthill gesehen.
Die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nicht zu ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Old Hill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben. Das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten. Vorbereiten? Ah ja, bei ihm, ja. Das ist wirklich der Sohn des Großherzogs. Was immer ihr benötigt. Aber der hat immer noch das Gaia-Schwert. Ich bin hier, falls ihr noch etwas braucht. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Bewitt-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden.
Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Gruppenmitglieder. Im Verlauf der Geschichte werden sich Clive verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seinen Reisen begleiten. Je nachdem, was sein nächstes Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Wir halten sie von der Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Sir Wade vertraut auf euch. Der ist immer auf meiner Seite. Die Schwarzschilde schon. Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Zeichen, Milord. Okay. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Für Rosaria! Für Rosaria! Eure kleine Revolution ist hier zu Ende! Nur, das ist jetzt schneller vorbei, als sie gucken können. Kampf. Nobel, doch auch närrisch. Ein Dragon? Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Ja, ich säubere ihn von Dreck wie dir. Thank you.
Uns läuft die Zeit davon. Dann beeilen wir uns. Giga Dragon. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach, die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir, wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... Denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Ich musste mal meine Fähigkeiten. Ich brauche diesen neuen Blitzangriff. Ich denke mal, ich bekomme ja jetzt nicht schnell wieder eine neue Esper. Obwohl am Ende dieser Missionsreihe, wer weiß. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit Letzterem könnte ich euch behilflich sein. Oh, wir bekommen sein Siegel. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen.
Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener, ihrer Heiligen durchlaucht. St. Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer, für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen! Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge. Du bist es wirklich. Das ist deine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr, Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster.
Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die Siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann,
muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann, und nur dann, stirbt das Monster in mir. Gut. Solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benno mehr geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ich denke mal, sie wird irgendwann freiwillig ihre Kräfte auf mich übertragen, ohne dass sie dabei stirbt. So. Weiß der Begründer, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zumindest eine Ahnung. Oh, ich glaube, jetzt können wir wieder... Ich konnte erst nur hier hinreißen, aber jetzt können wir wieder überall. Oh, hier gibt es ein Plus. Ein Plus heißt hier immer das, was freigeschaltet wird.